erste Mal bei Ihnen. Sie sind schon sich gewohnt, das hier zu hören. Was uns interessiert, sind aktive Aktienstrategien im Bereich Familien, Entrepreneurs. Wir haben es gern familiär. Das machen wir über 10 Jahre. Das Thema ist sehr einfach, aber wie gleichzeitig auch sehr spannend. Stockpicking im Bereich von eigentümergeführten Unternehmen quer durch Europa. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns freiwillig auf dieses Universum konzentriert haben. Wir versprechen uns davon, für uns und auch für Sie als Anleger, eine überdurchschnittliche hohe Rendite. Es gibt verschiedene Gründe und verschiedene Charakteristika, die diese Familien und diese eigentümergeführten Unternehmen gemeinsam haben. Das eine ist ein sehr hohes Maß an Verantwortung. Was versteckt sich dahinter? Familien haben tendenziell kein diversifiziertes Portfolio. Die haben im Schnitt 60-70% ihres Familienvermögens in einem Unternehmen investiert. Das heißt, sie haben alle ihre Eier im gleichen Korb gelegt. Und dafür müssen sie sorgen, dafür müssen sie langfristig sorgen. Deswegen auch unser Titel: Familien denken nicht in Quartale, in Finanzquartale, sondern in Generationen. Für uns ist es ein Riesenvorteil, wenn Sie für sich und Ihre Familien arbeiten, arbeiten Sie auch für uns als Minderheitsaktionäre. Eine andere Charakteristika, die Sie gemeinsam haben, und das ist erstaunlich weit verbreitet durch fast alle Familienunternehmen, es gibt ein paar Ausnahmen, und da sollte man sich auch Gedanken dazu machen, warum das so ist. Familienunternehmen mögen kein Leverage, die mögen kein Fremdkapital. Die mögen es nicht, abhängig von Banken und vom Kreditzyklus zu sein. Die mögen es, ihre Vision, ihre unternehmerische Vision, ohne Restriktion auf der finanziellen Seite umsetzen zu können. Auch in der tiefsten Finanzkrise, auch in den letzten 10 Jahren, war der Zugang zu Kapital nie ein Engpass für Familienunternehmen. Auf Französisch sagt man, on ne prête qu'aux riches. Wenn Sie schon eine sehr solide Bilanz haben, kriegen Sie auch jedes weiteres Projekt gut finanziert. Interessant ist, dass die nicht nur ineffiziente, fette Bilanzen, wenn Sie so wollen, haben, aber die haben auch auf dieses Eigenkapital eine überdurchschnittlich hohe Rendite. Und das ist weit von trivial. Das bedeutet, dass Sie Ihre Mittel exzellent einsetzen, um die Effizienz zu maximieren. Ein Schlüssel dabei ist sicherlich, dass Sie extrem kostenbewusst sind. Wenn Sie junge Akademiker fragen, werden Sie ihnen sagen, ich verdiene beim Familienunternehmen weniger, als wenn ich in einem Großkonzern arbeiten würde. Aber dafür habe ich mehr Verantwortung spiele eine größere Rolle im Unternehmen. Für uns sind diese Merkmale eine sehr solide Bilanz und eine hohe Eigenkapitalrentabilität sehr erfolgreiche Faktoren für unser Stockpicking. Und alle unsere 3 Fonds haben das gleiche Merkmal, dass sie eine extrem hohe Substanz und Qualität haben. Die Verschuldungsgrad von unseren Portfolios sind im Schnitt 60%, die Hälfte von den breiten Indizes. Einen sehr hohen Substanzwert. Was uns auch gefällt, sind die schnellen Entscheidungswege. Die Managementstrukturen sind meistens sehr effizient, die Gremien sind kleiner, Entscheidungen auch in kritischen Situationen werden sehr schnell implementiert. Und schließlich die langfristige Perspektive. Nachhaltigkeit ist ja ein Wort, was man fast nicht mehr hören kann. Aber wenn man bedenkt, dass ein CEO, ein Geschäftsführer in Nichtfamilienunternehmen in Europa weniger als 4 Jahre im Amt bleibt, dann kann man sich vorstellen, dass man als Minderheitsaktionär außer Spesen nichts gewesen. Die Strategie wird alle 3 bis 4 Jahre geändert. Es ist sehr schwierig, nachhaltig Mehrwert zu kreieren für Aktionäre, wenn sie einen stetigen Wechsel im Management haben. Bei Familienunternehmen bleibt der Durchschnitts-CEO 8 bis 9 Jahre. Also es werden kleine Schritte gemacht, stetig, sehr evolutiv in eine Richtung. Wir haben auch
Manche von uns in Zürich haben in St. Gallen studiert. Wir haben auch zusammen mit der Universität St. Gallen auch ein paar Forschungen angestellt, ein paar PhDs finanziert, weil natürlich uns auch die weicheren Faktoren sehr stark interessieren. Was sind die Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen? Was sind die potenziellen Risiken, Nachfolgeproblematik? Wir haben zum Beispiel gelernt durch diese Zusammenarbeit, dass nicht die Drittgeneration, wie im Volksmund, das Geld aus dem Fenster schmeißt. Die gefährlichste Passage für den Anleger ist die Passage vom Gründer zur Zweitgeneration. Ob zu früh oder zu spät, es ist immer ein recht heikler Moment. Für unsere Definition, und das haben wir auch in Absprache mit dieser empirischen und akademischen Analysen gemacht, wir definieren Eigentümer geführt ab dem Moment, wo 20% in einer Hand, 20% der Stimmrechte in einer Hand bei einem Einkehrinvestor liegt. Zu 75% sind es Familienunternehmen mit einem Gründer oder einer Gründerfamilie in der ersten bis siebten Generation ungefähr in Europa. Es kann aber durchaus auch der Fall sein, dass Unternehmer sich einkaufen in Unternehmen. Einer unserer bekannten Schweizer Unternehmer, Herr Hayek, hat sich zum Beispiel bei Swatch eingekauft damals. Das Unternehmen ist heutzutage ein ganz anderes als damals, aber er hat es nicht gegründet zum Beispiel. Und das zählt auch für einen gewissen Anteil in Europa. Ich will Sie nicht weiter langweilen mit Theorie, Akademie und Prozesse auch. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wie wir investiert haben, in welche interessante Fälle wir in der Vergangenheit investiert haben. Orpea ist ein französisches Unternehmen. Herr Marion ist ein Psychiater, der früh verstanden hat, dass die Älterung der Gesellschaft ein Problem darstellen wird, weil auch die Staaten, und er hat vor allem damals am französischen Staat gedacht, nicht die Mittel haben, ordentlich für Senioren zu sorgen. Er hat also angefangen, privat Seniorenheime aufzubauen. Er hat sie gekauft und er hat sie gebaut. Heutzutage ist Orpea ein Unternehmen, was über 6 Milliarden Marktkapitalisierung hat und Frankreich ist nur die Hälfte seines Geschäftes. Er hat ungefähr 80.000 Betten quer über Europa und fängt jetzt auch an, in China Altersheime aufzubauen. Wir haben dieses Unternehmen 2013 investiert. Damals war die Marktkapitalisierung noch 2 Milliarden. Und auch dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von 10% hat die Aktie eine Performance von über 30% erzielt. Was eigenartig ist in dieser Aktie, ist, dass sie bietet Ihnen gleichzeitig Wachstum, aber auch sicheres Wachstum. Denn, wie hieß es so schön, zwei Sachen sind sicher, wir sterben und wir zahlen Steuern. Herr Marion hat zum Beispiel auch ein sehr interessanten Approach und was uns auch sehr gefallen hat, das erste Mal, als wir ihn getroffen haben, er hat gesagt, wenn ich ein Altersheim kaufe, das Erste, was ich mache, ich spreche mit der ganzen Putzmannschaft und ich kaufe denen alle neue Geräte, neue Putzlappen, neue Schürzen, neue Mitteln. Meistens sind es kleine Details, die den Unterschied machen. Das ist People's Business. Sie haben für jeden Patienten auch mindestens einen Mitarbeiter. Und es ist wichtig in solche Unternehmen, damit sie gut funktionieren, dass die Mitarbeiter motiviert sind und auch lange und zuverlässig dort bleiben. Dieses Unternehmen war ein Klein Cap, ein Small Cap mit 2 Milliarden und ist heute in unserer Blend-Strategie, in unsere europäische All-Cap-Strategie. Wir waren 2015 in Porto und haben uns mehrmals mit einer portugiesischen Familie, die Amorim-Familie, getroffen. Cousin und Cousine sind CFO und CEO. Die besitzen damals noch 85% von einem Korkenhersteller, Korken für Wein. Diese Firma ist klein, heutzutage 1,7 Milliarden Marktkapitalisierung. Als wir die damals aber gesehen haben, war es fast 2,5 Mal weniger. Der KGV war damals 10, heutzutage ist er 16. Und natürliche Korken ist ein Wahnsinn, ein tolles Wachstumsbusiness. Wir trinken alle gern Wein und jeder Weinproduzent hat schon längst herausgefunden, dass wenn er natürlichen Korken als Verschluss benutzt, statt Plastik oder Metall, dass er natürlich seinen Wein für einen höheren Preis verkaufen kann.
Amorim ist sogar so weit gegangen, dass sie investiert haben mit einer Uni zusammen in einen Korken, der nicht korkt. Wir haben ja alle wir kaufen eine tolle Flasche, machen sie auf und dann hat sie diesen unangenehmen Geruch, dieses TCA. Und Amorim kann sogar, also in ihrem Produktionsverfahren, garantieren, dass ihre Korken TCA-frei sind. Wir haben jetzt eine kleine Akquisition in Frankreich gemacht, der Marktleader für Korken in Frankreich, Bourassé, mit exzellentem Zugang zu allen Châteaux in der Bourgogne und in Burgund. Und Amorim wird jetzt wunderbar ihre Korken auch dort vertreiben können. Jetzt vielleicht zu einem ganz kleinen kapitalisierten Unternehmen, Asetek. Asetek wurde gegründet von einem dänischen Ingenieur, der sich überlegt hatte, dass Computers eigentlich nicht mit Luft, sondern mit Wasser gekühlt werden sollten, weil Wasser viel besser leitet. Er ist dann fast pleite geworden, weil in der Zeit, wo er versucht hat, sein Unternehmen aufzubauen, haben wir aufgehört, so viele PCs zu kaufen und haben Laptops stattdessen gekauft. Und keiner hat sich, also diese Technologie war nicht so interessant. Er musste mehrmals refinanzieren. Heutzutage besitzt er nur 4% seines Unternehmens. Er war damals der einzige Aktionär. Wir haben den letztes Jahr getroffen. Wir haben diese Aktie, wir sind eingestiegen. Warum? Weil Asetek hat heutzutage einen florierenden Markt mit dem ganzen Gaming. Junge Generationen spielen viel zu viel Computer, das weiß ich natürlich, weil ich einen Sohn habe, der 12 ist. Ich habe aber, er hat mich auch darauf hingewiesen, dass Gaming eigentlich eine olympische Disziplin sein wird bei der nächsten Olympiade. Wenn man näher reinschaut, dann sieht man, dass es eine Industrie, die mit 15-30% PA wächst und dass junge Leute erstaunlich viel ausgeben dafür, dass die Leistungen ihrer Desktops verbessert werden. Wasserkühlung hat auch noch den Vorteil, dass es absolut geräuschlos ist. Was aber der Herr Eriksen möchte, ist der Markt von Datacentern, von Servers. Er will in den Räumen, wo wir sonst Klimaanlagen haben, um Wasserkühlung dort einzubauen, direkt auf der CPU-Unit. Der hat schon ein Business mit verschiedenen OEM-Herstellern. Wir warten aber darauf, dass er eigentlich eine Zusammenarbeit mit Intel ankündigt. Und wir hoffen, dass es vielleicht am Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres passiert. Das ist ein Markt für ihn. Er ist heutzutage schon positiv, er hat positive Margen, er wächst. Aber er hat sehr viel investiert in den letzten 6 Jahren, um in diesen Datencenter-Business zu kommen. Es dauert seine Zeit, aber er hat eine Technologie, die auch patentgeschützt ist. Und wir glauben, dass die Optionalität bei dieser Aktie enorm hoch sind. Und bei vielen Supercomputers, also die 500 größten Computers dieser Welt, sieht man, dass Wasserkühlung stetig implementiert wird. Wir haben mit einer norwegischen Familie gesprochen, die in Sorge war, weil die extrem viele Assets im Ölbereich haben. Und der Ölpreis hat sich ja halbiert, ist recht volatil. Und ihre Cashflows haben sich dementsprechend schlecht entwickelt. Die haben also ein Asset gesucht, was eine pure Langeweile mit hohem Cashflow ist. Und sind auf die Idee gekommen, einen nationalen Fernbetreiber in Norwegen zu kaufen. Die haben also von verschiedenen öffentlichen, also Municipalitäten, diese Fernbetreiber gekauft und haben Fjord 1 gegründet. Fjord 1 hat jetzt 55% Marktanteil in Norwegen im Fernbetrieb. Sie müssen sich vorstellen, Norwegen hat 5 Millionen Einwohner. Ich bin ursprünglich auch aus Norwegen und man nimmt die Fähre, wie man hier den Bus oder den Zug oder die Tram nimmt in der Schweiz. Fjord hat letztes Jahr 20 Millionen Passagiere von A nach B gebracht. Es ist billiger für den Staat, Fernnetzwerke auszubauen, als Brücken zu bilden. Das ist ein absolut langweiliges Geschäft. Es wächst nicht. Leute nehmen die Fähre, um zur Arbeit zu gehen. Die Preise sind garantiert vom Staat, weil der Staat nicht möchte, dass diese Infrastruktur volatile Preise hat, was das Ticketing betrifft, in Abhängigkeit des Ölpreises. Der Staat möchte aber gleichzeitig, dass diese Fähren grün werden. Das heißt, dass man auf Hybridmotoren oder auf Elektrobatterien umstellt.
Und das macht dann die Familie Sevig für Fjord. Wir haben das Pre-IPO im Mai mitgemacht, haben seitdem auch 40% verdient. Und das ist ein sehr langweiliges Investment wie ein Utility mit einem KGV von 8 und einer Dividendenrendite von 5. Aber genau deswegen haben wir es gern. Wir mögen Technologie. Wasserkühlung ist sehr spannend. Das sind sehr hohe KGV, sehr hohe Optionalitäten, hoffentlich sehr hohe Wachstumsraten. Aber wir brauchen auch sehr langweilige, günstige, cashflow-reiche Positionen. Ja, das ist eigentlich das, was ich Ihnen erzählen wollte. Das ist unser Handwerk. Alle unsere Fonds haben im Schnitt 30, 40 Positionen. Wir sind also aktiv. Wir arbeiten bottom-up. Das bedeutet, wir sind sehr fundamental unterwegs, ein Team von 3 Leuten. Wir machen pro Jahr 400, 500 Company-Meetings, besuchen diese Unternehmen oft vor Ort, weil es kein Research gibt, keine Bank schreibt über die Asetex dieser Welt. Es ist aber ein großer Vorteil von uns, wenn die anfangen zu schreiben, wenn die zum Beispiel 1 Milliarde Marktkapitalisierung ist oft der Schritt, wo die anfangen, sich dafür zu interessieren. Andere Fonds interessieren sich auch dann dafür. Und am Anfang macht man die höchsten Renditen damit. Wenn ich Ihnen 2 Sachen mit auf den Weg gehen möchte, ist, ja, das sind Nebenwerte, Small- und Mid-Caps, aber das sind qualitativ hochstehende Unternehmen mit sehr soliden Bilanzen. Ich will nicht sagen, dass sie unkaputtbar sind, aber die Erfahrung zeigt, hier ist der Herr Sevig. Die Erfahrung zeigt, dass sie auch in Krisen wie 2008 oder in der Rezession von 2011 zwar sehr schnell fallen, aber extrem schnell sich wieder erholen. Vielleicht habe ich jetzt eine Chance, die Performance zu zeigen. Das ist die Strategie Entrepreneur Europe. Das ist eine All-Cap-Strategie. Durchschnittsmarktkapitalisierung ist um die 6 Milliarden. Sie sehen dieses Jahr per Ende Oktober plus 17% und über den letzten 3 Jahren eine schöne Outperformance. Das ist die Small-Cap-Strategie. Das ist eine Durchschnittsmarktkapitalisierung von 1,4 Milliarden. Also da fangen wir bei 100 Millionen schon an. Das sind die Asetex dieser Welt auch zu Hause, aber auch Fjord. Year-to-date 25% und auch über die letzten 3 Jahre eine exzellente Performance, die uns auch dazu verholfen hat, diesen Lip Award für den besten Nebenwertfonds Europas über 3 Jahre zu bekommen. Wie Sie sehen, das ist ein Ranking. Wie stehen wir im Vergleich zu anderen europäischen Fonds, europäische Nebenwertfonds? Auf der linken Seite die All-Cap-Fonds, auf der rechten Seite die Nebenwerte. Und Sie sehen, wir sind im ersten konsistent über die Zeit, verschiedene Zeithorizonte, im ersten Quartil, das bedeutet die Top 25%. Und wir hoffen, dass unser Handwerk uns dazu verholfen wird, das weiterzumachen. Hier der Schweizer Fonds. Inception today. Interessant ist vielleicht ganz rechts, das ist zwar ein Fonds Schweizer Recht, aber wie Sie hier ganz rechts sehen, das ist der älteste Fonds, der ist über 10 Jahre alt. Und Sie sehen, über 10 Jahren haben wir die doppelte Rendite vom breiten Schweizer Aktienmarkt mit dieser aktiven Strategie geschaffen. Und das ist schon interessant, dass man mit so einer familienorientierten Stockpicking-Strategie es schafft, einen Index zu schlagen, der in der Schweiz bekanntlicherweise zu 50% aus 3 Aktien besteht, nämlich Roche, Novartis und Nestlé, und das durch 2 Krisen. Also alles machen Familienunternehmen nicht falsch. So, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist der kleine Resümee von unserer Investmentphilosophie. Wir sind fundamental, bottom-up, high conviction, ein sehr konzentriertes Portfolio mit 40 Positionen. Wir sind auch, legen viel Wert auf Qualität, auf weiche Faktoren auch und sind sehr benchmarkunabhängig. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend Ihnen alle. Applaus